Vor 5 Jahren habe ich Speisegut gegründet, eigentlich aus der Idee heraus, stadtnah zu wirtschaften und vor allen Dingen die Kundschaft mit ins Boot zu holen und nicht nur verantwortungsvoll, bewusst anzubauen, sondern eben auch hier Werte zu vermitteln und zu verstehen, was hinter dem Produkt eigentlich steht. Christian Heimann ist 38 Jahre alt. Er ist ein waschechter Landwirt, hat auf einigen Höfen Erfahrung gesammelt. Mit Speisegut begann ein Experiment, das auch für ihn echtes Neuland war. Wir haben vor 5 Jahren mit 11 Menschen hier angefangen, die Landwirtschaft aufzubauen. Wir haben 11 Kisten nach Kreuzberg geliefert. Also ich habe tatsächlich nichts gehabt, außer 2000 Euro Ersparnisse, die ich in den Betrieb gesteckt habe. Und die 2000 Euro Ersparnisse habe ich aufgeteilt zwischen Saatgut und dem Markenschutz von Speisegut. Mit 2000 Euro in Berlin Landwirtschaft von null aufzubauen, das kann man bedenkenlos verrückt nennen. Christian Heimann machte das jedoch ganz bewusst. Die Idee war, hier in Berlin zu bleiben. Und natürlich ist es natürlich schwierig, an Land zu kommen. Das habe ich mir eben auch als Herausforderung gestellt, den Menschen zu zeigen, dass man eigentlich mit wenig was erreichen kann oder auch Landwirtschaft machen kann. Aber ganz verrückt ist er natürlich nicht. Christian Heimann kombinierte den Zwang mit dem Drang. Er brauchte eine sichere Einnahmequelle und gleichzeitig wollte er, dass seine Kunden auch aufs Feld kommen. Wenn man natürlich keinen riesen Puffer im Hintergrund hat, muss man natürlich schauen, dass man natürlich irgendwie auch an Geld kommt, um weiter zu wirtschaften. Und da war eigentlich nur die Lösung solidarische Landwirtschaft. Oder die Teilnehmer, der Kunde zahlt dem Bauern sozusagen für ein Jahr das Geld und nimmt die Ernte ab. Und der Bauer bekommt dafür die Sicherheit, dass seine Ware hochwertig vermarktet wird. Ein Abo-Modell für Gemüse, ein Jahr lang. So schön der Gedanke an gesunde Lebensmittel ist, dafür braucht es dennoch viel Vertrauen. Und das kam erst langsam. Und wenn man halt 160 Menschen hat oder nur 120, dann reicht eigentlich das Geld nicht wirklich aus, um sich zügig oder zumindest so anzupassen, dass man eben auch wachsen kann. Und das fängt gerade an nach 5 Jahren. Jetzt hat Speisegut fast 300 Kunden. 300, die mehr sind als nur Abnehmer des Gemüses. Ich gebe als Kunde oder als Teilnehmer, gebe ich eben auch was von mir ab. Das heißt, ich hole die Kiste, ich muss bereit sein, 3-mal im Jahr raus auf den Acker zu kommen. Da geht es uns vor allen Dingen darum, gar nicht in erster Linie die Arbeit hier zu schaffen, sondern eben diesen Wert des Gemüses, der da hinter dem Gemüse steht, eben den Menschen eigentlich wieder zu zeigen. Statt Pestizide zu spritzen, hocken die Speisegutkunden samstags in Gato im Acker, jäten das Unkraut zwischen der roten Beete. Doch sie machen das mit Leidenschaft. Die solidarische Landwirtschaft bedeutet weit mehr als Biogemüse zu kaufen. Das ist nur die Hälfte der Sache. Das können wir ja im Prinzip auch im Laden machen. Da sehen wir ja nicht, wo die Sachen herkommen. Wir wollen schon dabei sein und mitmachen und erleben, wie das funktioniert. Dass man halt auch selber sieht, was man so macht. Also ich lerne ja auch relativ viel auf dem Feld. Ich habe sonst gar keine Ahnung. So ein Stadtkind halt. Wenn die Salate und das Gemüse dann geerntet sind, geht es 3-mal in der Woche nachhaltig mit einem Elektrolieferwagen in die Depots in Berlin oder Potsdam. Dort können die Kunden ihre Kisten dann abholen. Speisegut ist anders. Das merkt man schon morgens, wenn Christian Heimann aus dem Haus kommt, aus dem Mehrfamilienhaus. Einen klassischen Bauernhof gibt es nicht. Dafür die alte Feuerwache inklusive Hofladen. Also wenn Leute von außen kommen und eigentlich Speisegut suchen, dann finden sie immer jemanden, dann kann man sich dort verabreden. Das liegt einfach daran, dass wir hier eben mit Flächen arbeiten und nicht wirklich eine feste Hofstelle haben. Die solidarische Landwirtschaft von Speisegut, sie ist anders als die normale Biolandwirtschaft. Doch sie ist der Beweis, auch so kann es gehen. Allerdings muss der Kunde mehr als nur Verbraucher sein. Deswegen nennt Christian Heimann ihn auch Teilnehmer. Speisegut ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert.
Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.